Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, Theresa. Und bei uns geht es heute um die Themen Treue und Fremdgehen. Wenn du Menschen auf der Straße fragst, ob ihnen Treue wichtig ist, würden wahrscheinlich viele Leute sagen, ja. Es gehört für viele zu den wichtigsten Punkten in einer Beziehung. Aber wir wissen natürlich, Seitensprünge oder Fremdgehen kann trotzdem vorkommen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es kann eine Krise in der Beziehung sein oder einfach nur eine gute Gelegenheit auf einer Party. Wünsche und sexuelle Bedürfnisse können sich aber auch geändert haben. Am Ende ist es aber vollkommen egal, was der Grund dafür war. Es kann nämlich sein, dass mindestens eine Person dabei verletzt wird. Und dann kommt eventuell noch der Gedanke an die Gesundheit dazu. Was ist eigentlich mit einer STI? Daher ist eine offene Kommunikation total wichtig, auch bei offenen Beziehungen. Zum einen ist es immer besser, ehrlich zu sein und seine Fehler einzugestehen, und auf der anderen Seite macht es das ja auch nicht besser, wenn ihr gegebenenfalls noch eine sexuell übertragbare Infektion mit in die Beziehung bringt. Safer-Sex-Methoden, wie zum Beispiel eine Kondomnutzung, können natürlich die Chance verringern. Aber auch Test oder Beratung nach einem Kontakt außerhalb der Beziehung kann sinnvoll sein. Spätestens wenn etwas positiv ist, solltest du alle Beteiligten informieren, um die Infektionskette zu durchbrechen und auch die Gesundheit anderer zu schützen. Wenn du also fremdgegangen bist, kannst du mit deinem Partner oder deiner Partnerin offen darüber sprechen. Vielleicht findet ihr auch eine gemeinsame Lösung. Manchmal kann auch Trennung eine gute Idee sein. Vor allen Dingen, wenn die Bedürfnisse innerhalb der Beziehung für den einen oder die andere Person nicht mehr stimmen. Falls du Fragen dazu hast, ruf uns an, schreib uns oder komm einfach vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du wieder dabei warst.